Moin ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren schönen Folge Ark Survival Ascended. Und wir wollen uns jetzt diesen grün-weißen Burschen hier schnappen. Ist leider grün-weiß, nicht blau-weiß. Oder wir suchen weiter einen blau-weißen, ich weiß nicht. Nein, wir brauchen ja ein Männchen, das nützt ja nichts. Ja, kriege ich den jetzt. Grün-weiß ist doch auch hübsch. Grün-weiß ist auch hübsch, ne, klar. Blau-weiß haben wir ja jetzt schon. Können wir ja mal was anderes nehmen. Wir können auch mal was anderes nehmen, na klar. So, jetzt ist er sauer. Vielleicht klappt das nochmal. Jetzt kommt er direkt zu dir. Sag mal, ich schieß doch gar nicht auf euch. So, ich muss mal mein Energielevel beobachten, nicht, dass der mich jetzt hier platt macht. Das Problem ist jetzt, ich hoffe, ich schieße nicht meinen eigenen Vogel an, aber das müsste ich eigentlich sehen. Wenn der ein Torpor aufbaut. Kannst du mich mal im informieren, wie weit das Betäubungslevel ist. Ob ich das sehen würde, du bist ja lustig. Na ja, mit dem Fernrohr siehst du schon. Oh, Bari, ist doch gut. Beruhigend. Ja, über die Hälfte schon. Über die Hälfte schon, da müsst ihr eigentlich gleich auf Wanderschaft gehen. Ja, jetzt haut ab. Nicht ins Wasser, bitte, du kleiner Scheißer. Jetzt komm halt. Wo ist er? Mit da, läuft da. Nein, bitte nicht. Ah, oh, diese. Manchmal sind sie schwierig, ne? Naja, das ist ein Wassertier eigentlich. Ja, also. Es flieht halt ins Wasser, ne? Ist er, wo ist er? Im Wasser? Ja, natürlich. Ja, ist klar. Aber dann ersäuft er uns da. Hatten wir übrigens auch schon mal, dass ein Tier im Wasser ertrunken ist. Das ist ein Depp, oder? Schlau ist er. Ja, ja. Komm her. Nee, schieß noch mal auf ihn, komm. Ja, dann ist er betäubt, oder? Komm. Ja, jetzt hat. Ja, toll. Ja, vielleicht haben wir gut, Glück. Aber vielleicht haben wir Glück. Bei dem ist es, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Naja, der hat, weiß nicht, wie viel Sauerstoff der hat. Moment. Ich muss hier mal kurz klären alles. Weil die kommen dann gleich angesäuselt hier, die kleinen Biester. Ah? Das hätten wir soweit. Vielleicht sehe ich auch nochmal so einen Truthahn. Kleines Truthähnchen. Da ist ein Dodo dahin. Ich dachte schon, das ist ein Mini-Hirsch. So. Das sieht ja alles schon mal nicht so schlecht aus. Ja, da könnte das ein Nasenloch ist über Wasser. Das ist, glaube ich, ganz ja, gut. Ja, ja. Nee, es geht auch Energie nicht runter oder so. Also der liegt schon. Ja, das ist gut. Das passt schon. Ja, hat leider gerade erst gefressen. Ja, mei, dann machen wir das Leben hart. Ja. Aber die kriegen schnell wieder Hunger, das ist gut. Benommenheit, ja, sollte auch reichen. Über uns ist übrigens die ganze Zeit ein Querz geflogen. Ein Quetzel? Jetzt ist er weg. Oh, das ging flott. Hallo. So, komm mal her. Gib mir mal meinen Kippel wieder. Das hat ja garantiert auf gefressen, ne? Das ist ja so lecker für die. Nee, die sind brav. Ja? Ja. Noch ein Bari. Ich habe ihm aber schlauerweise nur eins gegeben. Nee, da waren zwei drin. Ja, eins hat er gefressen natürlich. So. Niam. Ja, warte mal schnell. Die sind aber auch wirklich. Der hat rosa Spitzen oben. Rosa, grün, weiß. Hellblau. Da. Berry. Oh, Berry. Noch ein Berry. Nein, wir haben nur einen. Ach so. Olli hat es heute wieder richtig. Ja, ja. Wir haben zwei Mädels und einen Jungen jetzt. Ach so. Zum 100. Mal. Immer noch. Ja. Hallo, Schildi. So. So, jetzt dann weiter am Strand entlang. Ja, wir brauchen kleine, miese Truthähne. Immer noch. Ich habe ja noch gar keinen gesehen. Ja, die sind auch. Wir haben erst zwei gehabt. Beide hat Olli platt gemacht. Ich habe noch gar keinen gesehen. Mhm.
Aber wir brauchen diese Knochen von denen. Da könnte man eigentlich besser laufen, oder? Du. Naja, wir müssen uns halt auch ein bisschen in der Region aufhalten. Die spawnt dann danach. Je nachdem, wie lange man sich in der Ecke dann aufhält, wird dann halt passieren, dass sie halt plötzlich mitten hinter einem auftauchen. Aber irgendwie... Da hinten ist Schildi, Schildi 1, Schildi 2. Nee, immer noch nicht. Oh, hallo? Das ist ein Dodo. Noch ein Dodo. Die kleinen Viecher. Ja, war mir klar. Diese Kompis, die sind aber wirklich... Oh. Genau, die werden wir auch noch holen. Da habe ich ja ein Interesse dran. Diese Biester. Ihr seht schon, Olli ist da so total begeistert von diesen kleinen Viechern. Mhm. Also interessant werden wahrscheinlich die Mikroraptoren. Die sind gar nicht so einfach zum Zähmen. Ja. Die triffst du halt auch. Die halt einfach nicht so schnell sind, ja. Ja. Ich flieg mal rüber zu dem anderen Strand. Der sieht mir erfolgversprechender aus. So viele Baby-Dodos. Hallo. Wo ist eure Mama? Trilobite. Oh, hier ist ein Tropf gerade. Den nehme ich nochmal. Ja, nimm dir das. Oh nein. Was denn jetzt schon wieder? Was denn jetzt? Oh nein. Nimm es nicht mit. Wir mögen es, wenn es so ist. Oh, was haben wir hier? Kommst du mal mit deinen Kryokapseln hierher? Warum? Was hast du? Warum soll ich kommen? Ich habe seine Mama getötet. Oh nee, das ist ein hässliches Viech. Ich habe aber seine Mama getötet. Warum machst du das? Warum tötest du einfach Mütter? Das haben die nicht verdient. Ja, das war gar keine Absicht. Kann man das nicht auf den Buckel nehmen? Du hast den schon genommen. Oh. Ja. Oh, diese Frau. Haben wir auch schon in den Kommentaren die Frage, wie viele Tiere haben wir denn eigentlich schon? Ja. Vielleicht sauge ich dich jetzt aus Versehen mit ein. Ich schau mal. Ja. Sehr süß. Und schon haben wir wieder drei Viecher. So schnell geht das bei uns. Und obwohl wir noch nicht mal das haben, was wir eigentlich wollten. Ein Tapichara und einen blauen Agi. Immer noch. So, in welche Richtung gehen wir denn jetzt? Warte mal, lass mich mal auf die Karte schauen. Ja, schau mal auf die Karte. Ihr Kleinen. Ja. Nö, wir bleiben hier weiter am Strand, würde ich sagen. Ja. Wir brauchen Truthähne, Truthähne. Ach nee, warte mal. Hast du da auch wieder so eine ganze Ecke, die wir noch nicht gesehen haben? Wo denn? Ja. Nur so ein bisschen halt, ne? Dann müssen wir hier lang fliegen, ne? Ja. Da ist noch ein Barry. Aber das ist ja... Der ist auch wieder grün. Naja, Baris haben wir ja jetzt drei Stück. Vier, nee, was drei. Ist das für ein schönes Eckchen? Oh. Ach, wie schön. Wo bist denn du eigentlich? Hier im Gestrüpp. Im Gestrüpp. Ach, da drüben. Okay. Ah, hier ist eine Note. Oder? Was? Ach nee, doch nicht. Vergiss es. Doch, ist doch eine. Na, was denn jetzt? Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Da ist eine. Nee, ja, doch, vielleicht. Nö, ach komm nicht. Ach komm doch. Ach, da ist eine Note. Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, the wondrous properties of the flora. If I told my colleagues in London that I could create a concoction capable of erasing someone's memories. Also hier war schon mal ein Forscher, ne? Die haben ja hier gewohnt. Die Forschenden.
So, brauchen wir jetzt... in welche Richtung hättest du es denn gern? Genau, da, wo du jetzt gerade hingeflogen bist. Ja, dann hätten wir eine Auswahlmöglichkeit von links nach rechts. Warte mal, ich muss erstmal. Was bist du für einer? Er hat ein blaues Bauchi. Boah, die hat aber einen fetten Fisch rausgeholt, die Möwe. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Mann, dass es tragen konnte. Gierige kleine Biester, ehrlich. So, fliegen Sie voraus. Das mache ich. Du wirst angegriffen. Das war eine Babymöwe, hatte ich angegriffen. Das glaube ich nicht. Ach, ich habe es genau gesehen. So, ihr kleinen Racker, wo seid ihr? Dass die Truthähne aber nicht so schwer zu finden sind, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, liebe kleine Truthähne. Wir wollen euch essen. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz mit den Truthähnen. Das sind doch eigentlich... Ja. Ist das Event doch zu spät, oder? Also, nee. Dafür gibt es ja das Weihnachtsevent nicht. Weil ich schätze, liegt einfach daran, dass sie diese Gachas noch nicht importiert haben ins Spiel. Die Gachas, ja, stimmt. Ja, weil die gab es ja um die Weihnachtszeit. Die musstest du ja vollballern mit dem Zeug, was du gefunden hast. Und das haben die dann umgewandelt in irgendwas Tolles. Ja. Die werden sie einfach noch nicht programmiert haben. Genau, die Gachas waren ja bei... Oh. Bei Dezenter, ne? Waren die da mit dabei? Och, die waren auf ziemlich allen Modkarten mit dabei. Ja. Und wenn sie die noch nicht drin haben... Oh, hier ist ein kleiner grüner Mini-Greif. Bin ich denn jetzt? Hallo, was willst denn du von mir? Wenn ich deinen Kumpel umgebracht habe, bist du jetzt sauer auf mich. Was ist denn das hier? Waren wir hier schon mal? Kenn ich das hier? Nö. Wo bist denn du eigentlich? Oh, jetzt habe ich den aus Versehen umgebracht. Ich komme mal zu dir. Ja. Wenn du in unbekannten Regionen unterwegs bist, muss ich mir das natürlich auch angucken. Was denn hier waren wir noch nicht. Aha. Du bist ja nett hier. Ja, mal ein bisschen Erkundung, Leute. Ein bisschen erkunden, das ist ja auch wichtig. Hier ist auch eine Note. Was? Wo denn? Da. Hm. Will die auch haben? Ja, ja. Megatherium. Megatherium. This is most shocking. Ah, Schocki Schocki, hat sie gesagt. Die mögen wohl Schokolade. Ja, wo finden wir diese kleinen Truthähnchen, Leute? Oh, Mikroraptor da drüben. Das sieht schon schön aus hier alles. Ja. Kannst dir nichts sagen. Oh, schau mal hier mit dem Wasserfall. Oh, ist das schön. Ja. Hier gibt es bestimmt Otter drin. Das kann sein, ja. Aber wir haben doch schon so viele. Aber wenn du einen weißen findest. Soll ich mal reingucken gehen? Ja. Mach ich. Gibt's auf jeden Fall Enten. Hallo, Otter. Hallihallo. Wo bist du, kleiner Otter? Huch. Nein, 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 nein. Hier gibt's keine Otter. Nein? Nein. Hier gibt es Piranhas. Oh. Ja, und wo es Piranhas gibt... Da, wo es Piranhas gibt, gibt es keine Otter. Nee. Er hat mich aber angefressen. Hat er dich angeknabbert? Ja, er hat sich ein Stück von mir rausgerissen. So, jetzt fliegt man wieder zurück, oder? Nee. Wenn du mal auf die Karte guckst, siehst du, dass wir nicht zurückfliegen. Doch. Du wolltest doch in das andere Gebiet, oder? Wo wir noch nicht waren. Was sie sagt. Warte mal, nee. Hier müssen wir hinfliegen.
Ja, wir haben ja immer noch den Strand nicht gefunden. Was denn für ein Strand? Weil ich hätte den gern. Ja, genau, den um die Insel rum. Ja, da könnte ich da jetzt hinfliegen. Kommen Sie mal mit. Nee, warte mal. Nee? Nee. Nö. Gibt es 1 Million Libellchen? Wo würdest du jetzt hinfliegen? Ich würde zum Strand fliegen. Zu welchen? Na, geradezu. Ich möchte nämlich zu dem, den wir halt noch nicht haben, weißt du? Ja, dann sind wir da auch gut beraten. Dann? Also, was denn? Dahin. Ich sehe es nicht. Mach, flieg mal. Okay. Ist ja kein Ding. Aber wir können schon unten fliegen, ne? Damit wir vielleicht noch was Lustiges sehen oder so. Das lenkt uns nur ab. Ach komm. Kano, 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 Kano. Jam, jam, jam. Das war der leckerste Kano des Tages. Topft darum. Ach, ein Stego. Okay. Dann hier durch. So, und schon haben wir Strand. Vielleicht auch mit Hähnchen. Das ist ja auch eine süße Insel da hinten. Zeig ich mal. Gibt es da irgendwas Tolles? Ist ja noch nicht. So, wo bist denn du? Ach du. Ja, okay. Ja, wir könnten jetzt hier lang gehen. Warte mal ganz kurz. Das sind 2 Säulen, die da stehen. Da steht oder Bäume. Ja, das sind Bäume. Ach so. Nee, pass auf, dann. Ja, dann fliegen wir weiter am Strand. Dann ping ich nochmal was an. Ja, da, also, ach so, wahrscheinlich warst du da noch nicht, aber ich schon. Ja, ich war da noch nicht, das hast du allein im Alleingang gemacht. Ich würde es aber halt auch gerne, ne? Ja, dann, los. Und da habe ich ja sogar eine kleine Bude gebaut irgendwo. Was? Eine Testbude. Ja. Wo ich damals auf Fehlersuche war. Mit der Grafikkarte. Und da habe ich das gemacht. Was ist das denn? Schöner. Du bist ein schöner Peter. So, hier war das ja. Wo mir dann das Spiel abgestürzt war. Vielleicht ist die Bude ja noch da und nicht verfallen. Genau, hier war ich definitiv noch nicht, ja. Was war das? Ich weiß nicht. Oh nein. Ein Ego. Oh, so viele. Lasst mich in Ruhe. Die haben mir bestimmt was geklaut. Hätten sie dir was geklaut, hättest du jetzt einen Pego. Stimmt. Ja, so hatte ich tatsächlich damals hier 3 Stück mit einem Rutsch gezähmt. Die sind mir da alle gefolgt und die wurden alle getötet. Durch was? Durch so einen Holzmichel. Genau, hier ist die Bude. Aber keine Truthähne. Ein weißes Dodo? Willst du das haben? Nö. Ah, schon. Zombies. Die muss man doch auch betäuben, ne? Um die zu zähmen. Die Kombis, ja. Mhm. Aber die sind ja... Hast du einen schönen? Nicht, dass ich wüsste, nö. Oder? Na, das sind Standardviecher. Was machen die denn hier immer eigentlich mit uns? Ach, die wollen nicht mal Kibbel, die wollen hier Hammel. Hammel? Also um die zu zähmen, ja, müsste ich dann tatsächlich nochmal nach Hause. Aber Hammel habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Oder? Na, die sind dabei? Aber. Die sind aber schon ein bisschen, ne? Nee, Hammel habe ich nicht dabei. Bisschen verwöhnt. Gucken mich an, als hätten sie mich noch nie gesehen. Haben sie wahrscheinlich auch nicht. Jetzt greifen sie mich an. Ja, weil du sie nicht beachtest. Ja, die ist ja wie unsere Katze. Ist ja furchtbar. Ist genauso eigen. Ja, hier ist mein Sommerhaus. Ja. Das, wenn du mal, dein Sommerhaus. Wenn du mal böse zu mir bist, ziehe ich hierher. Da habe ich nämlich den schönsten Strandblick überhaupt. Und viele Kombis.
Oh, hier gibt es noch Holzkohle. Die nehme ich natürlich mit. Ja, die Kombis, weißt du, ich habe mich mit denen arrangiert. Mhm, du tötest und sie halt. Über den Lauf der Zeit. Jo. Da kann ich hier immer schön rausgucken. Fotos hier. Ja, nur keine Truthähne. Ich verstehe es auch nicht ganz. Da sollte es doch viel mehr geben. Aber anscheinend nicht für uns. Das sieht ja auch schön aus hier. Die Felsen. Mhm. So rote Steine. Eigentlich auch eine schöne Ecke zum Bauen, Basis bauen. Ja, wenn da halt die Massen an Möwen nicht wären, ne? Ja, also erstens das und dann... Ah, ne, da hinten geht's ja auch noch weiter. Oh, ja. Hier hast du sogar einen Strandzugang. Oh, das ist ja auch cool. Ach nee, das ist gar kein Strand. Das ist bloß ein kleiner... Ein kleiner? Ist da unten eine Höhle drin? Ach, das ist süß. Zeig mal. Das sieht mir sehr höhlenhaft aus. Nö, da ist das ist ja süß. Nö, das ist einfach nur ein Topf. Da könnte man seine Delfine reinstellen. Ja, aber auch bloß zwei Delfine und dann ist es voll, ne? Ja. Mehr hat es nicht zu bieten. Ja. Das ist ein Pool halt, ne? Das ist ein Pool, ja. Ja, kannst du baden, kannst dein Wasser holen. Das ist nett. Ah ja, genau, für Basis bauen ist ein Wasser. Für Wasser ist doch cool eigentlich, ja, ne? Ja. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, aber gut, du hättest ja links und rechts auch. Hättest ja links und rechts auch einen Haufen Wasser von da abgesehen. Ja. So ein Haufen Viecher. Ja, hübsch, hübsch. Ja, aber leider keine Truthähne. Da wirst du nie deine Sachen bekommen. Niemals. Mann, no. Ja, ich weiß nicht, ob man vielleicht Dodos killen muss dafür oder so. Ja, die werden dafür ersatzweise spawnen, denke ich mal, ja. Weil wir bringen ja nie Dodos um. Genau, denke ich nämlich auch, dass sie vielleicht mal Dodos. Vielleicht mal aus Versehen, weißt du, aber ansonsten. Ja. Wieder ein Trick. Ja, die Dodos, die tun einem halt auch nichts. Warum soll man die töten, ne? Das ja, macht ja, überhaupt gar richtig keinen Sinn. Aber was willst du gerade machen, ne? Was willst du gerade machen? Da musst du durch. Ja, das ist wirklich wunderschön hier. Ja. Aber wie gesagt, Hähnchen. Wir brauchen Hähnchen. Ja, ja. Oder vielleicht im Wintergebiet mal gucken? Ja, wir werden jetzt die Küste weiter entlang fliegen, weil wir waren ja überall noch nicht. Ja. Und wir brauchen ja immer noch auch so ein Ding für dich. Ein Tapi Jara. Ein Tapi. Ja, 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 ja. Aber selbst die sehe ich gerade nicht. Weil, nee, weil wir sie suchen. Deswegen. Ja. Hier gibt es nochmal einen weißen Tropsi. Da gehen wir nochmal schauen. Ich mache so einen Dodo tot. Mach mal einen Dodo wenigstens tot. Oh, nee. Strohbauteile. Weg damit. Tschüss. Nee, auch nix für mich, nix für mich. Ein Moschups, ein gelber. Ist das gelb? Nö, das ist ja mehr grün. Grün, blau, blau. So, weiter geht's. Hier könnte man aber auch schön bauen, hier oben. Ich glaube, das war die Basis, die wir mal hatten, hier oben. Nee. War das weiter hinten? Ja, ja. Und da fliegen wir dann gleich vorbei. Okay. Ja. Trutis, Trutis, Mutis. Die findest du nicht, du, diese kleinen Viecher. Die werden wahrscheinlich auch im Wald rumrennen, aber das ist ja gleich gar nicht. Oh. Otto, ne? Ja. Ist der blau? Nee, der ist grau-weiß. Ach ja, von oben sah er tatsächlich blau aus. Und naja, so. Ja. Ja, ein ganz leichtes Blau ist das nur. Das ist jetzt nicht. Ne? Mal schön, schau auch hier wieder ein Wasserfall.
Aber die haben auch immer noch so eine blöde andere Farbe mit drin. Das ist halt doof. Ja. Ja. 100 Peterle sehe ich. Ja, das sind echt viele diesmal. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Aber keine Tappis, ne? Keine Tappis. Nee. Da müsste man mal auf die Resource Map schauen, auf die Spawn Map. Wo die denn alle spawnen? Was ist denn hier los? Hallo, Krieg. Oh, 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 oh. Leute. Immer ganz gechillt bleiben. Ich brauche sowieso Zitin. Ach, wir sind ja schon an der Ecke. Oh, hier, Hyänen. Da könnte ich auch noch mal Perlen mitnehmen, weißt du? Ja. Ach, das ist noch ein Alu. Hab ich schon gewundert. Ja, aber der ist so blöd im Wasser. Ich komm da nicht hin. Ja, nö, dann lass. So, Perlen. Perlen und Säue. War doch was. Was ist das da? Ich schau mir mal die Argis da drüben an. Du schaust dir mal die Argis da drüben an und ich schau mal, ob ich hier irgendwo ein paar Perlen finde. Nein, nur braune. Wie sahen denn die... Oh, da ist ein blauer Argi. Oh ne, das bist du wahrscheinlich, oder? Ne, ich bin nicht mit dem blauen unterwegs. Ach nee, das war kein blauer, das... Da hat sich einer dazwischen gemogelt. Der kleine Scheißer hier. Ja, sag mal, haben sie die Perlen schon wieder verändert? Ist doch keine Perle hier, oder? Nee, das ist ein blöder Stein. Sag mal... Da haben sich doch viele Spieler drüber beschwert, dass man die Perlen nicht mehr erkennt. Jetzt haben die sich wahrscheinlich einen Spaß draus gemacht und gesagt, naja, pass auf, wenn ihr euch sowieso aufregt, dann machen wir sie ganz unsichtbar. Ja, also hier waren immer Perlen, ne? Wir waren in vielen Folgen schon hier und haben hier Perlen geholt. Da unten ist was Weißes, aber ob das eine Perle ist? Das ist Perle. Ja. Aber so richtig... Im alten Ark, da hast du die gut erkennen können. Die haben weiß geglitzert. Da war es nur rein, raffen, raus. Aber jetzt, da sind noch mal welche. Ja. Mysteriös, mysteriös. Jetzt sehe ich gerade, auf meiner Karte sind ganz viele Teile unentdeckt, die ich definitiv schon entdeckt hatte. Hä? Ja. Warum machen die das? Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du doch wissen als professionelle Ark-Spielerin. Ich bin ich ja nicht. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwo Hähnchen, ich weiß nicht. Sag mal, da vorne sind auf jeden Fall Argis, die schaue ich mir mal an. Na, auch nur braune. Ja, nur braune. Also manchmal ist Ark komisch, ne? Da läuft ein Event mit geilen Farben und so weiter, aber... Ja, notfalls muss ich... Und die schönsten Farben haben wir gefunden, wo kein Event war. Ja, komischerweise, ja. Ja, ich mach mal vielleicht vor der nächsten Folge mal Destroy Wild Dinos. Hier ist ein schwarz-weißer. Hier ist ein Quetzel. Was ist... Was bist denn du für ein hübsches... Schau mal, ist der hinter mir, ist der wirklich schwarz-weiß? Ja, ist schwarz-weiß, ja. Oder ist das dunkelbraun-weiß? Naja, so richtig schwarz gibt es ja in dem Spiel, glaube ich, gar nicht. Ist auf jeden Fall nur ein 81er, ja. Ja, das ist ein dunkles Braun, ja. Also ich würde jetzt sagen, das ist ein dunkles Braun. So, jetzt wollte ich mal den Quetzel angucken. Hallo, Quetzel. Hast du wenigstens blaue Flügel? Nee, du bist ja auch ein Braun irgendwas. Bist du auch nicht hübsch? Mach den mal tot, weil von denen gibt es so wenige. Die spawnen ja definitiv nicht, ja. Nicht sonst schön nach. Also die. Ja, das ist echt komisch. Nee, ich werde wirklich mal einen Destroy machen. Ja, müssen wir fast. Weil dann kommen vielleicht auch die Rekognata wieder nach.
Oh, der Argi ist ja hübsch. Welcher, der rote? Ja. Oder? Bist du hübsch? Ach, Level 54. Warum sind die Hübschen also, so klein? Braun und braun. Level 54, Leute. Das brauchst du da gar nicht anfangen. Dann kriegst du nicht mal aufgebaut. Aber siehst du, das wäre dunkelrot. Ja, das ist eine Eventfarbe, definitiv. Das ist eine, ja. Aber völlig bocklos. Wir brauchen blau und hohe Level. Aber jetzt haben wir es gesagt, ne? Naja. Wir haben auch Tabitara gesagt. Hm. Ach, stimmt. Obwohl, das haben wir nicht so lange nicht mehr gesagt, also. Wir suchen nämlich gar keine mehr. So. Nee, wir suchen schon lange keine mehr. Wir haben das aufgegeben, blödes Spiel. Nee, ich mache ein Destroy und fertig ist. Oder? Ja, genau. Also dann fliegen wir mal nach Hause. Achso, wie sieht es mit der Uhrzeit aus? Also die Uhrzeit ist 30 Minuten. 30 Minuten, genau. Ja. Wir fliegen mal zurück, nehmen euch noch mit, bis wir zu Hause sind. Genau. Und dann, vielleicht sehen wir ja noch das Wundervieh schlechthin. Genau, einen dunkelblauen Giga. Ja, Level 1. Level 1. Das wäre cool. Den nehmen wir mit. Den wird man mitnehmen, ja. Den könnten wir auch sogar zähmen. Aber ihr wisst, wie es ist, ne? Wir haben es gesagt. Ja, ja, wir haben es gesagt. Wir haben es gesagt. Deine Möwe ist zu Hause, ne? Die wird mir angezeigt da. Ja, komischerweise wird die mir auch angezeigt. Sonst nichts, nur das. Das musst du auch nicht verstehen. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir finden sowieso nach Hause. Wir können es ja notfalls auch über die Karte machen, aber... Hier gibt es auch schon mal kein Giga. Gibt es halt nur noch ein bisschen Metall. Aber da haben wir auch erstmal genug. Da unten ist ein blauer Agi. Blau-grauer. Da mitten in die Bäume. Mitten in die Bäume. Irgendwo rechts von dir war der jetzt. Da ist er. Blau-grün. Nee, komm, wie sieht denn das aus? Ist ja aus wie Papagei. Nee. Ist aber Level 189. Ich sag's dir. Naja. Ich sag's nur. Was ist denn das hier für ein Riesenarsch? Der Arsch gehört zu einem Bronto. Okay. Weißt du, die Peter haben sie ja in tausenden Farben, ne? Aber. Ja. Keinen coolen Abi. Nein, und keinen blauen Agi. Was haben wir hier unten rumrennen? Was seid denn ihr? Ineinander gebackte Alus. Ich dachte schon, das ist ein Alu mit zwei Schwänzen, weißt du? Aber nicht. Gut. Da sind wir ja schon wieder zu Hause, Mensch. Gleich hoch. Wir sind fast wieder zu Hause. Warte mal, ich bin mal extra ein bisschen schräg geflogen. Du bist ja voll schräg. Vielleicht nochmal gucken kann, ob hier irgendwo noch ein Tabby rumflattert. Nee. Und nochmal den Brachio anschauen, ob er sich schon ein bisschen erholt hat. Unsere Schafe sind wirklich flugfähig. Sag das doch nicht immer so, weißt du? Diese kleinen süßen Viecher. So, hier seht ihr mal alle Tiere. Mal im Überblick ganz kurz. Hinten gibt es auch noch welche. Überall gibt es die. Bogen über alle? Ja, ich habe sie gerade alle im Bild, deswegen. Ja, so viele. So viele Tiere. Ich sag's so, euch. Da ist der. Oh! Was? Ein roter Michel. Ein dunkelroter Michel. Ja, ja, den hat man ja vorhin schon mal gesehen. Und unten orange. Ja. Eventfarbe. Den müssen wir mitnehmen. Hast denn du was zum. Zum Zähmen dabei? Ich habe alles. Was bist denn du für ein Level? Level 378, der wird uns so schnell zerhackstückeln und zerfleischen. Dann bleibe ich in der Luft. Und dann hole ich mal die 10-Box. So, der will gelbes Kibbel. Habe ich. Sehr gut. Na, okay, pass auf, da hole ich die 10-Box. Oder was sagt ihr, Leute? Der ist schon, den muss man mitnehmen, oder? Der ist schon außergewöhnlich. Ist der cool? Sollen wir den in der nächsten Folge machen? Ja. Mache ich denn das ganze Metall? Okay. Du wirst es nicht glauben. Ich glaub's nicht. Eine Möwe
Entweder hat eine Möwe das ganze Metall geklaut oder es ist bereits im Ofen. Das weiß ich noch nicht. Okay, es ist im Ofen. Alles gut. Er wieder, ne? Naja, die Öfen ziehen sich das übrigens automatisch aus den Tieren raus. Von daher alles Knorke. So, pass auf, ich werde erstmal ganz kurz mein Zeug hier abwerfen. Dann mache ich mein Inventar auch mal leer. Genau, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir uns den roten Michel organisieren. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Und genau, Abo und Like nicht vergessen. Jawohl. Achso, ja genau, natürlich nicht vergessen. Nicht vergessen, also bitte jetzt, ja? Wir bitten euch. Tschüss. Tschüss.